Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Origins. Wir liegen hier in den letzten Zügen dieses Spiels und haben ja in der letzten Folge die Offenbarung bekommen. Ein Wächter muss sterben, einer muss den Todesstreich ausführen und natürlich es gibt einen Ausweg. Dank Morrigan und Flemeth, die ja dafür sorgen wollten, dass es einen Ausweg überhaupt geben kann. Wir steuern nur uns selbst, nicht mehr die Truppe, auch wenn sie dabei ist. Wir können keinen von denen anwählen. Heieiei, das wird spannend. In erster Linie werden wir aber auch auf jeden Fall in Reihe 3 und 4 kämpfen. Nicht vorne an der Front. Knopf ist hoch motiviert, wie man sieht. Steht in der ersten Reihe, wo es ihn immer wieder hintreibt. Da gibt es noch Genlocks. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen nicht allzu weit laufen. Und die Feinde werden von Natur aus wieder gerissen. Ich glaube, wir helfen hier mal bei einem Alpha mit. Je schneller wir solche großen Gegner los sind, umso schneller können auch unsere Truppen die kleineren Gegner niederringen. Wow, gibt es immer wieder Nachschub? Und wir haben einen Stufenaufstieg, den sollte ich für... Nein? Derzeit nicht möglich. Na gut, im Kampf wohl nicht. So, wir schützen noch ganz schnell unsere gute Liliana. Muss hier jetzt nicht geopfert werden. Aber das kann jetzt auch nicht der Plan sein, dass ich mich hier durch Horde um Horde der dunklen Brut schnetzele. Das klingt nicht sinnvoll. Das wirkt auch wie ein unendlicher Tross, der nachkommt und nachkommt und nachkommt. Ohne Ende, ohne Sinn und Verstand. Deshalb werde ich mich jetzt zurückziehen. Ich werde mir den Drachen suchen. Je früher ich das Ende mit dem Drachen herstelle, umso schneller sind wir wieder in Sicherheit. Ihr alle. Ja, du bewachst eine leere Brücke, kann das sein? Ist nichts los, was ist das? Ja, das ist tatsächlich ein leerer Punkt. Hier gibt es nichts zu holen. Also folgen wir nach Süden. Vielleicht muss ich mich tatsächlich doch durch diese hohle Gasse kämpfen. Ja, wir werden hier ein bisschen nachrüsten. Ich kann noch ein paar Zauber lernen. Ich glaube aber, da ist nichts dabei, was ich unbedingt haben möchte. Nö. Jetzt fange ich schon wieder an, Zauber zu sammeln. Das ist unnötig. Da holen wir uns doch lieber mal die Flammenklinge oder sowas. Hier, Frostklinge geht auch. Hauen wir dann auch gleich rein. Kostet nicht so viel. Haben sich gesammelt. Ha! Ihr habt euch zu den Toren vorgekämpft. Wir schlagen uns besser als erwartet. Das wird sich bald ändern. Besser als erwartet? Verfluchte Nack! Auf einen von uns kommen drei von denen! Was machen wir jetzt, Riordan? Ihr habt doch sicher einen Plan. Die Armee wird ihnen nicht lange standhalten. Wir müssen schnellstens zu diesem Erzdämon. Geht mit Alistair und höchstens zwei Begleitern in die Stadt. Der Rest bleibt hier.
und verhindert, dass noch mehr Wesen der dunklen Brut in Denerim einfallen. Ja, wie sollen wir gegen einen fliegenden Drachen kämpfen? Kommt ihr nicht mit? Warum eine so kleine Gruppe? Ja, warum eine so kleine Gruppe? Eine größere Gruppe würde nur Aufmerksamkeit erregen. Und ich denke, ich weiß, was wir tun müssen. Wir müssen einen hohen Punkt der Stadt erreichen. Die Spitze von Fort Drakon zum Beispiel. Die... was? Wollt ihr den Drachen anlocken? Wir haben keine andere Wahl. Aber ich warne euch, sobald wir die Bestie angreifen, wird sie alle ihre Generäle zu sich rufen. Ich spüre in Denerim zwei Generäle. Vielleicht solltet ihr sie töten, bevor ihr nach Fort Drakon geht. Eines ist sicher. Wenn wir diese Generäle erschlagen, bleibt den Bewohnern der Stadt sehr viel Leid erspart. Die Suche könnte aber auch wertvolle Zeit kosten. Die Entscheidung liegt bei euch. Wisst ihr, wo die Generäle sind? Im Augenblick ist keiner der beiden in der Nähe von Fort Drakon. Allerdings ist die dunkle Brut zu zahlreich, um mehr zu sagen. Einige Einheiten unserer Verbündeten sind schon in der Stadt. Sie werden euch helfen, wenn ihr sie ruft. Allerdings ist ihre Kampfkraft begrenzt. Also, wen wollt ihr in die Stadt mitnehmen? So, er sagte, Alistair sollen wir mitnehmen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich nehme auf jeden Fall Morrigan mit. Ich nehme Liliana mit. Ja, und jetzt ist die Frage, Stan oder Ogryn? Auch schließlich jemanden, der im Nahkampf, mit dem Nahkampf vertraut ist. Ich glaube, wir nehmen Ogryn. Den mag ich irgendwie lieber. Weiß auch nicht, warum der ist. Er ist knuffig. Den nehmen wir mit. Also gut. Alle anderen werden hier gebraucht, um die dunkle Brut an den Toren aufzuhalten. Aber wer soll sie anführen? Ja, das macht Alistair natürlich. Ja, das übernimmt Alistair. Ich würde zwar lieber den Erzdämon jagen, aber gut. Gut, das müsste reichen. Alles, was war, ist nichts gemessen an dem, was euch jetzt erwartet. Der Erbauer sei mit euch. Ja, und es so... Soweit, Wächter. Wenn das Blut der Schlacht den Stein durchtränkt, wird Helden der Sieg und Verderbten der Tod geschenkt. Als Verderbter grüße ich euch. Zeigen wir ihnen, wo unser Herz schlägt. Und dann zeigen wir ihnen das ihre. Och, der arme Knopf. Es ist zu gefährlich für dich mitzukommen. Sei brav, hörst du? Keine Sorge, ich komme zurück. Ja, und das werde ich. Weil es bleibt nur zwei Möglichkeiten übrig. Entweder töte ich den Erzdämon und werde, ja, ausgelöscht. Oder wir gehen ja den Deal mit Morrigan ein und dann werde ich verschont und dieses Kind wird zu einem reinen göttlichen Wesen, das ich gezeugt habe. Ja, die Entscheidung war ja klar. Keine Sorge, ich komme zurück. Seid ihr bereit? Endlich liegt das Schlachtfeld vor uns. Ja, dann danke für eure Hilfe, Stan. Ich hätte fast nicht mehr damit gerechnet, es bis hier zu schaffen. Es ist soweit. Es ist soweit, klingt gut. Parishok fragte, was ist die Verderbnis? Nun stehe ich hier, sehe ihr in die Augen und habe immer noch keine Antwort für ihn. Ihr ja vielleicht schon. Dank euch sind wir so weit gekommen. Daran besteht kein Zweifel. Geschafft. Das Ende liegt vor uns. Wir sind so weit gekommen. Schon seltsam zu wissen, dass sich unser aller Schicksal binnen weniger Stunden entscheiden wird. Wir stehen am Abgrund, vor der größten Schlacht unseres Zeitalters. Ob sich die Helden von einst auch so gefühlt haben? Ja, vermutlich schon. Enttäuscht mich nur nicht. Ihr seid nicht mitgekommen, ihr müsst nicht mitkommen, wenn ihr nicht möchtet. Ich habe keine Angst. Wir kämpfen für eine gute Sache und es gibt keinen Ort, an dem ich jetzt lieber wäre.
Ihr seid mir bester Freund und ich halte zu euch, was auch geschieht. Heute schmieden wir unsere eigene Legende. Wir betreten die Stadt also gemeinsam, wie es auch sein sollte. Sobald das hier vorüber ist, gehe ich, ungeachtet des Ausgangs. Das ist euch doch klar, oder? Und wenn ich falle? Dann werde ich um euch trauern. Eines möchte ich noch sagen, bevor wir losziehen. Ich wusste nichts über Freundschaft, bevor ich euch traf. Und ein Freund werdet ihr für mich immer bleiben. Führt ein gutes Leben, werter Freund. Voller Ruhm und Ehre. Und jetzt lasst uns das alles zum Abschluss bringen. Der Erzdämon wartet. Ich soll also nicht mitgehen. Aus einem speziellen Grund? Tja, wenn ich falle, müsst ihr die grauen Wächter warnen. Ihr werdet bald König. Ihr gehört an die Spitze eurer Männer. Ich nehme nur die mit, die im Kampf eine Hilfe sind. Nein, er wird König, er muss das Land führen. Er gehört an die Spitze der Männer. Vielleicht habt ihr recht, obgleich ich ja lieber beim Kampf gegen den Erzdämon dabei wäre. Aber ich werde deshalb nicht streiten. Hier trennen sich wohl unsere Wege. Viel Glück und lasst Vorsicht walten. Geht einfach, zum Abschied nehmen haben wir keine Zeit. Der Erzdämon hat nicht die geringste Chance. Naja gut, ein bisschen Zuversicht gehört dazu, also hat er keine Chance. Vergesst nicht, dass euch das Ritual gar nichts nützt, wenn euch vorher der Schädel eingeschlagen wird. Geht jetzt und tretet ihm in seinen breiten Hintern. Hörst du das, du großer Erzdämon? Jetzt kommen wir dich holen! So, hier werden wir noch ein bisschen Energie aufstocken. Nach Möglichkeit. Was haben wir noch für Fähigkeiten? Ja, die Umwandlungen, die sind Sachen, die ich eigentlich nie benutze. Habe ich noch nie richtig Sinn drin gesehen. Und deshalb lasse ich das auch aus. Todeswolke, die nehmen wir mit. Liliana, etwas Geschick, etwas Konstitution, damit du auch mal den ein oder anderen Schlag überlebst. Wenn möglich. Ja, Duell Land haben wir gelernt. Das waren aber alles Sachen, die wir nicht wirklich brauchen. Okay, nehmen wir hier noch den Schuss. Ogrin. Ah, 2 Stufen aufgestiegen. Viel Stärke, viel Konstitution und noch etwas Geschick. Naturresistenz, die nehmen wir mit. Ja, passt. Und als Champion könnt ihr einen aktiven Schrei lernen. Und Kräfte sammeln, anhaltend. Ja, Verteidigungsbonus klingt gut. Also, Verteidigungsbonus aktivieren. Unbezwingbar. Mächtige Schwünge. Bedrohung brauchst du nicht. Du singst das Lied, das ist schon mal sehr schön. Hier, das zauberte Klinge, natürlich. Und selbst haben wir die gleiche verzauberte Klinge. Ja, das müsste mal einen Eisschadensbonus geben. Ja, auf in die Schlacht. Da warten sie. Unsere Verbündeten, unsere Getreuen, die uns zujubeln, während wir uns in den Tod stürzen. Ja, sammeln und weiter geht's. Ich bin dafür, dass wir tatsächlich nochmal die Generäle suchen. So viel Zeit muss sein. Und die Verstärkung natürlich auch mal ausnutzen.
Die ganze Armee, die wir mitgebracht haben. Zwerge, Werwölfe, Magier und so weiter. Was mich etwas irritiert hatte, war beim Aufmarsch unserer Truppen. Ihr habt es vielleicht noch in der letzten Folge gesehen. Da waren Zwerge, aber keine Golems dabei. Wo sind meine Golems, Branka? Ich habe schließlich dafür bezahlt. Noch mehr dunkle Brot. So, Feuer frei. Einmal Lähmung wäre ganz angebracht. Ja. Du hast ja wirklich so eine Visage. So, wenn wir langsam vorgehen, können wir uns gleich den nächsten Dämon, Ogerdämon schnappen. Ah, Armeeauswahl. Na klar. Hier kann ich dann Verstärkung rufen. Unter anderem Golems. Aber noch brauchen wir sie nicht. Das sind noch relativ einfache Oger, die wir mit leichten Sachen schon ordentlich eindecken können. So, Morrigan, ich glaube, ich brauche kurz mal deinen Eiszauber. Danke. Das ist nicht gut. Dann noch ein Blitz dazu. Werdet ihr wohl weitermachen? Na gut. Werwölfe. Der Ogen kriegt gerade richtig Prügel. Das gefällt mir nicht. Ogrin, das war knapp. Doch kein Unsinn. Da hinten der Zauberer, der stört. Massenheilung. Kommt schon wieder ein Oger. Jetzt kriegen wir wieder richtig Wunden, weil unsere Zauberkräfte zu lange brauchen zum Nachladen. Okay, das war Problem Nummer 1. Wir haben einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir können auch ganz schnell Beute sammeln. Wundumschläge sind sehr nützlich für den Notfall. Aber wo lauert jetzt der Feind? So, das Ding kann man wegschalten. Hey, Leute, nicht einfach abhauen. Ich habe euch bezahlt. Ich will, dass ihr kämpft. Schutt und Asche. Ah, Elfenwurzel, nicht interessant. Ich dachte schon, die Werwölfe würden jetzt wieder gehen, nachdem kein Gegner mehr da ist. Ja. Was? Ein sehenswerter Wagen. Warum ist der denn sehenswert? Eine beeindruckende Sehenswürdigkeit, die aber doch im Moment nichts nutzt, ne? So, da ist es. Die nicht bemerkenswert ist. Na toll. Hier ist niemand. Ich
glaube, wir haben mitunter den ersten General besiegt. Kann das sein? Nein, da ist noch was. Okay. War schon... Ich war schon etwas beunruhigt, dass das so leicht ginge. Der General. Vorlock General. Ich brauche mich eigentlich im Moment gar nicht zu bemühen. Der Gegner wird einfach ausgerottet. Ich muss aber ein bisschen auf den Ogren aufpassen, der kriegt da vorne doch noch das eine oder andere ab. Das sollte nicht passieren. So, den General haben wir gleich. Er will nicht. Schicken wir noch einen Blitz. Oh, meine Werwölfe werden langsam weniger. Tja, aber der erste Kampf ist gewonnen. General besiegt. Wir haben wirklich große Fortschritte gemacht. Oh, das ist jetzt der gesandte Magier, der Genlock-Magier. Und wieder heißt der Sieger Ogren. Ja, der hat ein Selbstvertrauen, eine Zuversicht auch in sich. Das finde ich bemerkenswert. Das bin ich fast schon neidisch. Tja, das war's mit ihm. Haben wir jetzt noch ein bisschen Medizin oder Tiefenpilze meinetwegen auch. Gibt's noch ein bisschen Schutt und dann können wir schon in den nächsten Sektor weiterlaufen. Mit großen Schritten, richtig großen Schritten nähern wir uns dem Erzdämon und dem vermeintlichen Ende unseres doch epischen Abenteuers. Da bin ich mal gespannt, was noch so passiert. Ich glaube, wir werden gleich auf Redcliff schalten. Nein, kann ich nicht. Ich muss jetzt die Werwölfe mitnehmen. Ja, wir werden noch durchs Gesindeviertel reiten. In der Hoffnung, den nächsten General auch noch zu erwischen. Bevor wir uns dann hier auf dem Vorhof zur Hölle, ach da, noch einmal den ganzen Gegnern stellen werden. Und zum Schluss wird wahrscheinlich hier der letzte Kampf ausgetragen mit dem Erzdämon. Das werden wir in dieser Folge nicht mehr schaffen. Vielleicht schaffen wir noch das Gesindeviertel, das wäre ganz interessant. Na? Ja, es lädt mal wieder sehr langsam. Das ist ein bisschen betrüblich. Aha, da ist es soweit. Der Plan ist gefasst. Oh, im Gesindeviertel kriege ich keine Verstärkung. Mal herzlichen Dank. Sehenswerter Baum, ja, den kenne ich. Ein Elf steht da noch rum. Chani, Shishani. Du? Tatsächlich. Dem Erbauer sei Dank.
Du kommst genau im richtigen Moment. Eine riesige Schar der dunklen Brut nähert sich und die Tore werden ihr nicht standhalten. Du musst uns helfen. Tja, das kann ich alles nur mit eurer Hilfe. Geht mir einfach aus dem Weg. Ich erledige das, bringt euch in Sicherheit. Na, das mache ich nicht alleine, wenn die Elfen verteidigt werden sollen. Sie haben keine Rüstungen und nur einfache Waffen. Sie werden uns abschlachten. Ja, besser ihr als ich, also. Das ist eure Heimat. Beschützt eure Familien. Der Fremde hat recht. Wir müssen etwas unternehmen. Ja. Wenn wir sie aufhalten, können andere vielleicht entkommen. Sag uns, was wir tun müssen. Und wir kämpfen bis zum letzten Atemzug. Zurück. Verteidigt eure Häuser. Nein, das kann ich nicht verlangen. Geht. Lauft weg. Verteidigt das Tor. Lasst sie nicht durch. Nein, geht. Zieht euch zurück. Verteidigt die Häuser. Sie kommen! Ja, wir wollen ja schon sinnvoll handeln. Wir kriegen Unterstützung aus den Häusern. So hoffe ich das zumindest. Oh ja, da wollen wir doch gleich mal... Ach nee, das geht nicht. Oh, haha. Ja, freundliche Feinde. Es gibt einen Sturm. Ein Sturm der Entrüstung. Oh, da können wir auch noch einen hinsetzen. Und den Ogre, den nehmen wir uns als erstes vor. Der ist ein lösbares Problem. Ja, okay. War eigentlich schon zu einfach. Ja, es ist wirklich zu einfach. Ich habe gesiegt. So ein Pech. Wer hast du nicht drauf? Hätten wir es. Mieser kleiner Zauberlehrling, das hast du dir fein ausgedacht mit dem Kettenblitz. Ah, jetzt gibt er mir meine eigene Medizin zurück. Finde ich nicht gut. Lauf, 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 lauf. Morrigan, das war nicht gut. Und Ogryn hat es auch noch zerrissen. So ein Alpha, den stoppen wir mal ganz kurz. Oh, ich glaube, diesen Kampf werde ich nochmal kämpfen müssen. Wenn ich nicht gleich irgendwie lebende Fleischschilder hier hinstellen kann. So, den Genlock sollten wir zuerst ausschalten, wenn wir nämlich los sind. Kann ich wieder meine Leute auferstehen lassen? Das sollte ich vielleicht gleich machen mit der ersten. So, Indiana, ein wenig zurück mit dir. Danke. Und den sich selbst heilenden Hurlock, dann müssen wir auch noch ausschalten. Das Eis zum Verlangsamen. Jawohl. Und jetzt können wir uns mit dem Unsichtbaren da hinten befassen. Ah, ist doch nicht unsichtbar. Ist nur nicht gut anvisierbar gewesen. Sieg! Sieg auf ganzer Linie. Naja, fast ganzer Linie.
muss ich noch wieder meine Leute einsammeln. Lidiana steht wieder. Den General können wir plündern. Sehr schön. Ich schau mal gerade nach, was für einen Stab ich da gefunden habe. Das interessiert mich dann doch. Macht nicht viel Schaden. Regeneration, Zauberkraft. Geist und Elektroschaden. Gar nicht so schlecht, aber ich werde nicht tauschen. Morgen wird es nicht aufstehen? Nein, weil noch Gegner da sind. Und so langsam sammelt sich meine Truppe wieder. Ja, einmal heilen. Jetzt müssen wir noch Ogrin da hinten rausholen. Ich glaube, ich mache mal einen Blitzschlag rein. Sonst wäre etwas schneller mit den Feinden fertig. Der Ogre könnte jetzt auch noch eine etwas zähe Kreatur sein. Aber dann werden wir erstmal abwarten. Solange er nicht auf uns zuläuft. Wir haben ja noch ein paar Werwölfe als Reserve. Wir müssen dann jetzt ein bisschen herhalten. Schieß mal auf die Kleinen, sonst sind die weg. So wie den da. Okay, der hat es zerrissen. Jetzt noch den Urlock hier ausschalten. Schon ist der Signal. Nein, unser letzter Werwolf. Ja, dann nehmen wir Elfen. Als nächste Unterstützung. Die können sich dann überall positionieren und den Feind mit Pfeilen spicken, bis wir gesiegt haben. Ja. Schade, es ist nichts Nützliches dabei. Achtung, da drüben ist dunkle Brut. Ja, da gibt es ein einfaches Mittel gegen. Ja. Wir nutzen unsere Massenvernichtungszauber. Ja. Gebt die Richtung vor. Und schon ist der Feind besiegt. Ich glaube, wir haben alles geschafft. Dieses Szenario ist auch gerettet. Ich freue mich schon auf die nächsten Abschnitte. Das hat richtig Spaß gemacht im Moment. Ich werde noch kurz die Vorbereitungen treffen für Kräfte sammeln und mächtiger Schwung und natürlich Unbezwingbarkeit. Ogrin, beherrsch dich. Tja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.